Heute Xcode Hintergrundbild. Bei Apple on Tour, hier ist der Tim und vielleicht sieht man es auch nicht. Ich habe was anderes an meiner Aufnahme bei Screencast gemacht. Vielleicht ist das Bild jetzt schärfer als bei meinen vorigen. Also ich fand immer, dass die von Yoshi viel schärfer waren als meine und jetzt sind meine vielleicht auch etwas schärfer. Und egal. Kommen wir zum Thema. Heute mal wieder mit einem Xcode-Tutorial. Und zwar, also wir hatten hier das Test-App angefangen. Ich zeige es noch. Oder was heißt was ganz Komisches. Und jetzt machen wir es nochmal. Okay, hier steht für 3 Sekunden Apple on Tour. Dann steht hier Apple on Tour nochmal so als Text. Hier Hallo als Button, da passiert nichts. Und hier ist ein Info-Ding. Hier ist es blau, ein Titel und dann. Und wir wollen heute was machen. Achtet jetzt mal, wenn ich auf diesen Info-Button klicke, dann dreht sich ja das ganze Teil und im Hintergrund ist noch ein Hintergrund. Ja, und der hat die Farbe schwarz und das können wir jetzt mal sehen. Und jetzt schwarz. Und auch zurück. Ha! Okay, der Hintergrund ist schwarz. Und jetzt wollen wir da halt wieder mal ein Video reinbringen. Was ist aber hier? Ein Bild reinbringen. Und ja, wie war das umdreht? Hier mit dem Titel, das nennen wir mal Apple on Tour. Und save. Und einmal den Main View. .xib. Und da steht das hier. Okay. Command Q. Jetzt machen wir jetzt mal wieder Photoshop eine Datei auf. Denn wir wollen ja mal wieder was Neues gucken, damit ihr seht, dass es auch unabhängig davon ist, dass ihr jedes beliebige machen können habe. Da muss ich einmal auf. Da muss ich einmal auf Testversion fortsetzen klicken. So, und jetzt haben wir hier Photoshop und wir machen einfach eine neue Datei. Die nennen wir jetzt Hintergrund. Ja, lassen wir mal so. Und die Breite ist wieder 320x480. Das ist ganz, ganz wichtig. Und okay. Und ja, jetzt mal wieder können uns einfallen lassen, was wir hier machen. Jetzt machen wir es mal in diesem Video ganz leicht. Wir füllen es einfach nur mit Rot und schreiben da. So, und schreiben da Test drauf. Okay. So, Command T. Und etwas kleiner. So. Ach, egal. Muss jetzt nicht schön sein. Dann speichern unter. Unter Schreibtisch. Als PNG wieder. Sichern. Okay. So, jetzt können wir das beenden. Als Dings müssen wir es nicht speichern. So, jetzt gehen wir wieder in unsere Dokumente und suchen. Wo ist es denn? Test-App. Und ziehen diesen Hintergrund hier rein. So. Und ziehen den jetzt hier auch einmal in die Resources. Add. Und jetzt haben wir es hier. Okay, den Ordner können wir schließen. Und jetzt kommen wir zu dem Wichtigsten, nämlich zum Main Window. Und das ist das, was sich immer im Hintergrund befindet, was man also eigentlich nie sieht. Aber wenn man so ein View wechselt, dann sieht man den halt. Und ihr seht, hier ist dieser schwarze Hintergrund, den wir eben schon gesehen haben. Und jetzt suchen wir einfach hier unten in der Library unter Object suchen wir Image. Und dann ein Image View, der auf die ganze Seite passt. Und ja, jetzt haben wir hier diesen Image View und hier, wie heißt das? Naja, bei diesem ersten
Symbol hier, können wir dann eingeben, Image, und dann können wir das suchen. Einmal Default, das war unser Anfangsding. Einmal Test-App-Icon, das war der Icon, das Icon. Und einmal Hintergrund. Und so ist es jetzt. Command-Q, Save und Build and Run. Apple on Tour, wie wir schon beim anderen Video gehabt haben. Apple on Tour, hallo. Und jetzt wird spannend. Und im Hintergrund ist unser gewünschtes Test. Da kann natürlich auch wieder jedes beliebige Bild stehen. Das könnt ihr selber machen, wie ihr wollt. Und ja. Okay, das war's. Abonnieren nicht vergessen. Ich hoffe, die Bildqualität war jetzt etwas besser. Und ich hoffe auch, dass das Mikrofon das alles so gehalten hat, wie es schon mal war. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen und ciao.